Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem Adventskalender 2020. Mit vielen Ideen rund ums Thema Weihnachten. Mit Karten, mit Verpackungen, Geschenkideen, Krippen to go und mit tollen Deko-Ideen für euer Zuhause. Schaut gerne auch bei meinem Adventskalender 2019 vorbei, den verlinke ich euch oben unter dem weißen i. Dort könnt ihr ganz viele tolle Kartenideen mit passenden Verpackungen entdecken und was man Schönes verschenken kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen und beim Nachbasteln. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute ist schon der letzte Tag von meinem Adventskalender für euch. Die letzte Idee, sie ist nochmal was ganz Besonderes und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht bis hierher. Ich wollte euch, bevor wir das Projekt basteln, also erst zeige ich euch mal, was wir basteln. So, mit dem geht's erstmal los, das ist das Wichtigste. Und zwar machen wir heute diese wunderschöne Karte, auch wieder mit dem Weihnachtsstern. Und zwar wird das Ganze eine Gutscheinkarte, man macht die hier auf und dann hat man diese wundervolle, ich sage immer, das ist eine W-Karte, ich weiß nicht, wie die wirklich heißt, aber man hält hier rechts und links diese beiden Tech-Taschen, die man hier super unterbringen kann. Da könnte man auch kleine Gutscheinkarten reinbauen. Und man hat die einfach total schön dekoriert. Und man kann die auch hier wunderschön aufstellen. Also die hebt auch so. Man könnte theoretisch auch auf eine Seite ein Foto dekorieren, oben drüber basteln. Genau, oder hier auch zwei Fotos aufstellen. Zum Beispiel von den Kindern oder wie auch immer, wenn man es Opa, Oma schenkt oder der Mama oder egal. Also Fotos kann auch natürlich von Katze und Hund sein, ist ja egal. Nur, also das könntet ihr auch nutzen als Fotobereich und dann kann man die Karte auch wunderschön irgendwo hinstellen und drapieren. Genau, oder wie gesagt als Gutscheinkarte oder einfach als wunderschöne und ganz besondere Weihnachtskarte. Die sieht hinten so aus, hier habt ihr auch noch ganz viel Platz zum Schreiben, wie ihr seht. Und ja, also ich finde die Karte ist mega, mega schön. Ich finde die Form ist auch total spannend. Und was auch wieder super ist, wie bei allen Karten, die ich euch jetzt gezeigt habe, ihr könnt die ganz flach verschicken. Also gerade zu Weihnachten, wenn man die nach irgendwo hinschicken möchte, wo es ein bisschen ferner ist, kann man die auch ganz flach machen und hat trotzdem dieses tolle Ergebnis. Ich zeige euch gleich eine Kombinationsmöglichkeit dazu, nämlich diese wunderschönen Boxen, diese Schmuckschatullen, die habe ich euch in diesem Video gezeigt. Das verlinke ich euch mal hier oben. Unter dem weißen i, da könntet ihr natürlich auch so eine kleine Schmuckschatulle dazu basteln in den passenden Farben, wenn ihr also die Farben genau kombiniert. Und dann könnt ihr die auch wunderschön füllen mit einer kleinen Süßigkeit oder mit einem kleinen Schmuckstück und habt hier noch eine ganz besondere Verpackung dazu. Und natürlich wollte ich euch an dieser Konstellation zeigen, ich habe die Blüten jetzt in drei verschiedenen Farben gemacht. Wir machen sie heute in Glutrot. Das hier ist Merlot-Rot, wenn ich es richtig weiß, oder Chili. Also ich glaube, es ist Merlot-Rot. Und das hier ist Vanille pur. Und zu dieser Vanille pur Verpackung habe ich euch auch schon mal eine Karte gezeigt. Einfach weil wir bei diesem wunderschönen Set sind, dachte ich zeige euch das mal. Hoppla, verkehrt rum. Das ist so eine tolle Klappkarte. Und auch diese Anleitung kann ich euch jetzt mal hier oben unter dem weißen i verlinken. Wenn ihr nämlich dieses Set habt, dann könnt ihr das wirklich absolut umfangreich nutzen, wie ihr seht. Genau, also das noch so ein paar Ideen am Rande. Und auf diese Idee bin ich überhaupt erst gekommen durch eine Karte von einem lieben Teammitglied von mir. Das zieht sich so ein bisschen durch die Reihe und durch den Adventskalender, dass ich viele Ideen von euch einfach bekomme. Das ist immer total schön. Und sie hat mir diese Karte gebastelt und an der habe ich mich gerichtet. Das ist quasi meine Einleitungskarte gewesen. Und die Karte ist von der lieben Sina. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese tolle kreative Idee. Und ihr seht natürlich, ihr könnt die Karte auch zu jedem anderen Anlass super umgestalten. Also eher so sommerlich, frühlingshaft, was ihr habt für ein Thema, könnt ihr die Karte nutzen. Und ich zeige euch jetzt, wie das Ganze funktioniert. Dann legen wir mal los. Die Bestellnummern für die Materialien, die halte ich euch ja immer kurz ins Bild. Wenn ihr die braucht, dann könnt ihr Pause klicken. Ich habe hier einmal Sahara-Sand, Glutrot, Flüsterweiß extra stark, Waldmoos und als Designerpapier das Designerpapier Weihnachtsblüten. Auch damit habt ihr schon ganz viel gesehen. Meine ganzen Krippen to go sind mit diesem wunderschönen Papier gestaltet. Also ihr habt in dieser Reihe wirklich schon ganz viel mit diesen Weihnachtsblüten oder Weihnachtssternen gesehen, weil ich das wirklich total schön finde. Dieses Video zu dieser Aufklappkarte oder Aufstellkarte verlinke ich euch auch noch hier oben, sofern noch Platz ist. Und dann können wir jetzt mal loslegen hier. Also, ich habe hier schon einiges hergerichtet an Material und ich habe euch auch hier wieder so eine Liste geschrieben, was ihr alles braucht. Ich mache mal so, dann könnt ihr auf Pause drücken oder einen Screenshot machen und dann habt ihr alle Maße und erkläre euch das aber jetzt natürlich auch nochmal. Also, ich habe angefangen mit Sahara Sand, das ist meine Grundfarbe. Da habe ich zwei Stück
in dem Maß 15 x 10,5 cm, zwei Stück. Farbkarton Waldmoos, den habe ich hier schon drauf geklebt. Der hat das Maß 14,5 x 10 cm, also hier 14,5 und 10 cm breit. Den braucht ihr insgesamt viermal. Zweimal habe ich ihn hier schon drauf geklebt. Zweimal liegt er da noch. Dann habe ich Designerpapier, ich habe mich jetzt hier für dieses schlichte, schöne Grüne entschieden. Zweimal habe ich schon drauf geklebt. Insgesamt braucht ihr es dreimal in dem Maß 14 cm x 9,5 cm. Das ist alles das, was ich jetzt euch schon gezeigt habe. Ihr braucht flüsterweise auf jeden Fall einen Reststreifen. Den verwenden wir gleich noch. Da habe ich schon was drauf gestempelt. Dann braucht ihr flüsterweiß in dem Maß 14 cm in der Höhe und 9,5 in der Breite. Das ist für unsere Rückseite. Dann braucht ihr noch zwei Stück. Die habe ich jetzt aus extra stark, oder ich habe eigentlich immer ins extra stark benutzt, weil die einfach ein bisschen fester sind, wenn man die in diese Taschen steckt. Die haben das Maß 9,5 x 5 cm und wie gesagt zweimal habe ich schon ein bisschen gestempelt. Und in eins habe ich schon eine Schleife gemacht, die andere zeige ich euch nachher noch schnell. Und dann habe ich noch einen Streifen in Sahara-Sand, der ist relativ lang, wie ihr seht. Der hat das Maß 28 cm und 9 cm in der Höhe. Den falzen und kürzen wir uns gleich zusammen. Dann habe ich noch Waldmoos, also ihr braucht ziemlich viel Material. Waldmoos in dem Maß 8,5 in der Höhe und 6,5 in der Breite viermal. Also viermal habe ich es, zweimal habe ich es schon beklebt mit Designerpapier in dem Maß 8 cm x 6 cm. Und das Designerpapier braucht ihr dann auch viermal. Das habe ich hier noch zweimal. Und ein Reststück in Glutrot für unsere Blumen und Deko und auch ein bisschen Reststück in Waldmoos, weil ihr da auch noch die Blätter dann ausstanzen könnt, die ich hier oben habe. Also die Deko habe ich jetzt mir schon ein bisschen auf Seite gelegt, dass wir da starten können. Okay, das ist alles, was ihr an Material benötigt. Und dann fangen wir jetzt am besten gleich mal an mit dem Falzen von unserem mittleren Element, also von diesem Verbindungsstück. Das ist das hier, das man hier dann so schön klappen kann. Also ich schnappe mir mal meinen Papierfalter, der hat diese Bestellnummer. Das Eselsohr, das fällt mir immer im Video auf. Und dann lege ich mir ein meine lange Seite, also meine 28 cm Seite von meinem Sahara Sandpapier und falze jetzt zuerst mal bei 7 cm. Lege es mir wieder hier an bei 7 cm. Achtung, helle Klinge verwenden, falzen bei 7, bei 14, bei 21 cm. Dann sieht das Ganze so aus, also ihr habt hier drei Falzlinien drauf. Und dann machen wir uns auch gleich eine Markierung hin, und zwar bei 4,5 cm in der Höhe. Da schnappe ich mir mal eben mein Lineal und einen Bleistift und mache mir hier einfach eine Markierung hin bei 4,5 cm. Ich halte es euch mal in die Kamera, dass ihr das seht. Einfach von 4,5 cm von unten auf der einen Seite und dann nehme ich euch mal einmal nach hin, dass ihr das noch mal ein bisschen besser seht. Und von 4,5 cm von unten, von der anderen Seite. Einfach so einen kleinen Punkt. Genau. Und das sind diese Bereiche, die wir uns jetzt dann gleich noch abschrägen. Das können wir jetzt auch direkt gleich machen mit dem Papierschneider. Wer möchte, kann es natürlich auch mit der normalen Schere schneiden. Bei mir ist das immer lieber mit einem Papierschneider. Da mache ich das jetzt so, da lege ich mir diesen Punkt hier, diese Markierung hier genau auf meine Führungsschiene ein. Und meinen zweiten Punkt, der auch auf diese Führungsschiene muss, ist diese Falzlinie. Also wir kürzen uns das genau hier bis zu dieser Falzlinienüberkreuzung ein. Ich zeige es euch, ich mache das kurz und zeige es euch dann beinahe. Ich mache das ein bisschen besser. Also bis zu dieser Falzlinie geht ihr hin mit dem Schnitt. Und das machen wir auf der anderen Seite genauso. Lege ich mir wieder meine Falzlinie genau auf diese Führungsschiene hier in der Mitte und meinen Punkt und schneide mir das auch einmal durch und habe dann an der Seite jeweils rechts und links diese abgeschrägten Elemente. Und das sind jetzt meine vier Bögen, die da jetzt noch drauf geklebt werden. Und da mache ich mir jetzt auch eine Markierung. Ich fange jetzt mit dem Waldmoos einmal an. Da mache ich mir jetzt die Markierung bei 4 cm. Einmal hier bei 4 cm. Also einmal rechts und einmal links von meinem Bogen.
mache wieder einfach nur so einen kleinen Punkt. Hier ist der Punkt und hier, ich hoffe, man sieht es, aber das ist ja eigentlich erklärend. Und dann nehme ich mir noch meine Designerpapierblätter, die kommen ja oben drüber, da mache ich es so, dass ich mir den Punkt setze bei 3,5 cm. Einmal wieder rechts, einmal wieder links. Und hier kürze ich mir das jetzt auch genauso ab, wie eben schon gezeigt. Ich schnappe mir einmal mein Waldmoospapier, lege mir wieder meinen Markierungspunkt ein und meine Spitze hier wieder genau in diese Führungsschiene. Schneide mir das einmal so schräg ab. Dann habt ihr das hier so schön. Und dann mache ich das ganz genauso mit meinem Designerpapier. Auch wieder die Markierung einlegen bei dem Punkt und diese Spitze von meinem Designerpapier. Hoffentlich habe ich noch eine scharfe Klinge. Und dann können wir uns das einmal so oben drüber legen und dann haben wir hier den Rand schön gleichmäßig verteilt. Und wenn wir das dann hier auf unseren vorgekürzten Bogen legen, dann haben wir hier so einen gleichmäßigen, also ich muss auch gleich hinlegen, aber dann hat man so einen schönen gleichmäßigen Rand außenrum. Genauso mache ich es jetzt mit meinem anderen eben auch. Da ist es ja ganz genauso, nur eben spiegelverkehrt. Das heißt, ich lege mir wieder meinen Punkt hier ein und unten meine Kante. Kürze mir das einmal und mache das Ganze mit meinem Waldmoospapier auch nochmal. Immer erstmal den Punkt suchen. Gut auflegen. Schön, dass das schön in dieser Schiene ist. Und dann tut man sich da eigentlich ganz leicht mit dem Schneiden. Finde ich leichter als mit dem Lineal und Anzeichnen und Schere und so. Finde ich mit dem Papierschneider viel besser. Und jetzt nehme ich mir wieder mein Verbindungsstück, sage ich mal, und falze mir das einmal. Ich falze mir das jetzt einmal so in der Mitte zusammen und biege mir dann meine beiden äußeren Elemente so nach vorne. Also einmal so rum, die einfach so hoch. Ihr seht es gleich, wenn ihr das dann so aufstellt, denn da gibt es so ein M oder eben von der anderen Seite gesehen so ein W. Okay, so sieht das Ganze jetzt aus. So wird es nachher in unsere Karte geklebt, also auch mit dieser Form. Ich falze mir das nochmal ein bisschen stärker nach. Und jetzt kann ich mir meine Designerpapiere da auch schon einfach alle zusammen aufkleben. Zwei davon habe ich ja schon beklebt gehabt. Und die kann ich mir jetzt einfach mit Flüssigkleber alle mal so drüber bauen und lasse euch da kurz Musik laufen, dass es für euch ein bisschen schneller geht. So, und jetzt habe ich meine ganzen Elemente für meinen Innenbereich und würde den schon mal zusammenbauen und dann gehen wir nachher an die Deko für außen. Und da mache ich es jetzt so, ich schnappe mir einfach mal meine beiden schon vorgefertigten Stücke, also das sind ja die beiden Karten mit Sahara, Sand, Waldmoos und dem Designerpapier und werde mir jetzt hier meinen Aufleger jetzt mal so draufkleben. Und da mache ich es jetzt einfach so, dass ich mir ein Stück, also Abreißklebeband verwende. Ich nehme aber hier das ganz dünne. Also das ist jetzt von der Firma Raya. Das ist auch zum Abreißen. Ich habe ja bis jetzt immer das zum Schneiden benutzt und finde jetzt cool, dass es da auch eins zum Abreißen gibt. Mir ist nur wichtig, dass da das ganz dünne verwendet wird, dass man nachher einfach, wenn man diese Gutscheinkarten oder auch die beschrifteten Karten hier reinsteckt, dass die dann nicht so stark ruckeln oder dass es dann zu eng ist. Und deswegen nehme ich da immer sehr gerne das dünne Abreißklebeband. Das kann ich euch in der Infobox mal verlinken. Und ihr seht, wie ich das jetzt aufgeklebt habe. Also ich mache da so eine Form. Und da kommt nämlich dann nachher unser Gutschein rein. Darf man natürlich oben nicht zukleben, aber dieses Außenrum, das kann man super abkleben. So mache ich es auf der anderen Seite auch. Also einmal unten entlang. Dieses dünne Band. Dann an der Seite nach oben. Auf beiden Seiten. Und dann habt ihr schon diese Form, dass man das nachher super aufkleben kann. Ich würde hier eigentlich auch immer mit Abreißklebeband arbeiten, damit es einfach schön hält, weil das doch viel Papier ist, das da halten muss. Und dann mache ich es eigentlich so, ich orientiere mich jetzt da so ein bisschen an meiner Matte, die hier unten drunter liegt, dass es einfach schön gerade aufliegt, meine beiden großen Teile. Ich klebe mir jetzt erst sowieso eine Seite an, aber ich möchte hier unten, dass es gerade aufliegt
Und ich möchte es von der Höhe, wo ich das hier haben möchte, ungefähr, sagen wir mal, 1 Zentimeter haben ungefähr. So würde ich das anordnen. Und genau, da mache ich mir jetzt einfach mal hier diese Klebeschutzfolien da einmal ab und klebe mir jetzt zuerst eben nur eine Seite an. Also ich habe es jetzt unten gerade angelegt an meine Linie und der Rest ist jetzt eher so Augenmaß. Und reinwärts gehen würde ich auch nicht so viel. Das ist jetzt auch so Gefühlssache. Ich zeige euch das gleich mal nah. Also ich lasse hier mein Lineal ist jetzt, wo ist denn das? Ich habe jetzt hier am Rand noch, wenn ich von dem Sahara-Sandfarbenen messe, sind es jetzt genau 2,5 cm nach hier, bis mein Sahara-Sandfarbenes von diesem Aufleger beginnt. Und von unten nach oben sind es ungefähr 1,5 cm. Genau, also so könnt ihr euch orientieren, wenn ihr das ganz genau machen möchtet. Ich mache es einfach ein bisschen nach Augenmaß. Das liegt mir eigentlich ganz gut, funktioniert meistens ganz okay. Jetzt habe ich hier genau 2,5 cm getroffen, finde das ganz cool. Gucken wir mal, ob es auf der anderen Seite auch so klappt. Oder ihr messt euch das natürlich aus. Also das könnt ihr selbstverständlich ausmessen. Also die lege ich mir jetzt dann alle beide wieder auf diese Linie unten hin. Und jetzt messe ich auch mal ein bisschen aus, weil das einfach jetzt dann so perfekt werden kann. 2,5 ist ungefähr hier. Und nach unten haben wir gesagt 1,5. Ungefähr da. Also da würde ich jetzt, bevor ich es anklebe, wirklich nochmal gucken, ob es so passt. Ihr könnt es natürlich auch so machen, dass ihr das einfach dann so hinlegt. Das ist vielleicht noch die bessere Lösung. Und euch dann einfach den Aufleger so draufkleben. Also das ganze Stück. Einmal die Schutzfolie entfernen, dann einmal so aufkleben, also so auflegen. Ich kann es euch jetzt nur mal zeigen, weil ich schon angeklebt habe. Und dann einfach das obere da drauflegen und dann passt es auch perfekt. Aber so können wir es lassen und dann können wir jetzt gleich weiterarbeiten. Jetzt weint Mucki, was mache ich denn jetzt? Ich mache noch diese Einleger rein. Und jetzt zeige ich euch noch meine 2 Einlegekarten. Also das sind jetzt diese Einstecker. Die passen hier super rein. Und da habe ich einfach ein Stück Band durchgewickelt. Und zwar habe ich das beides durch diese Öse gezogen, sodass ich hinten so eine Öse habe. Seht ihr das? Und dann schnappe ich mir einfach meine beiden Einzelstücke, fädel mir da einmal die durch diese Öse durch. Möglichst gleichzeitig. So. Und dann kann ich mir das langziehen und habe hier oben noch so einen kleinen süßen, hübschen Knoten dran. Das wollte ich nur kurz zeigen, am Rande erwähnt. Aber ganz easy. Das können wir uns nur ein bisschen kürzen und dann haben wir schon unsere Innenseite vom Grundprinzip aufgebaut. Und ihr seht auch schon, wie der Mechanismus von der Karte funktioniert. Also eigentlich gar nicht so schwer, aber macht wirklich was her und sieht richtig toll aus. Und dann geht es jetzt noch an unsere Vorderseite und an die Deko. Okay, und jetzt fangen wir an mit Stempeln. Ich benutze jetzt einmal das Stempelset Waldmoos und Glutrot. Das sind ja meine Hauptfarben und die benutze ich jetzt auch. Und an Stempelsets mache ich es auch so, ich halte mich einfach nur an diesem einen Stempelset. Wo habe ich es denn hingelegt? Hier. Bisschen Chaos um mich rum. Das blühende Weihnachten. Hier unten ist die Bestellnummer. Ich habe hier einmal das wunderbare Weihnachten schon aufgestempelt auf einen Streifen. Flüsterweiß, der hat die Höhe, wo ist mein Lineal, von ungefähr 2 cm oder 2,1 cm. Und die Länge, die schneiden wir uns nachher ab, also einfach so ein Reststreifen, hat man ja oft übrig. Dann nehme ich schöne Tage und jede Menge Sternstunden, frohe Feiertage. Ich nehme mir diese kleinen Blätter und diese Blüte hier. Und das stempel ich mir jetzt einfach so ein bisschen auf, habe mir noch ein Schmierpapier und dann geht's los einmal mit meiner Rückseite. Dann nehme ich mir jetzt diese Blüte, Glutrot und gehe mir da mit einem zweiten Stempelabdruck einfach so ein bisschen von oben so auf mein Papier drauf. Von oben und unten in der Diagonalen. Ich stempel mir das Rot mal kurz ab. Dann schnappe ich mir dieses kleinere Blattwerk und nehme Waldmoos. Und dann nehme ich jetzt den ersten Abdruck und gehe mir einfach hier oben noch so ein bisschen drüber. Und einmal den zweiten Abdruck könnt ihr auch nehmen. So, da hat man noch so ein bisschen anderen Farbton. Oben und unten. Wartet mal, ich gehe mal noch ein bisschen weiter raus, damit ihr das auch alles gut nachverfolgen könnt. Und da gehe ich auch so ein bisschen ja, von unten rein ins Papier und nehme mir jetzt hier nochmal den ersten, dass wir dann ein gleiches Bild haben. So hat man noch viel Platz zum Schreiben und hat hier einfach noch so eine kleine Umrahmung.
Und dann nehme ich mir auch den Spruch, schöne Tage und jede Menge Sternstunden und gehe mir dann hier rechts unten noch in die Ecke rein. Und ja, er ist einigermaßen gerade. Der kommt dann hier unten noch hin. Das ist so meine Rückseite. Und dann nehme ich mir noch den frohe Feiertage, auch in Waldmoos, und stempel mir den auch einfach auf ein Reststück Papier. Und das stanze ich mir jetzt einmal aus mit der Briefmarkenstanze. Das fand ich ganz hübsch als Deko. Einmal, naja, ein kleines Stück muss ich abschneiden, ist doch zu viel, damit ich da gut hinkomme. Und schön mittig einfach. So, und als nächstes schnappe ich mir jetzt einmal meine Stanzmaschine und stanze mir noch meine Blüte aus. Also ich habe mir ja schon das meiste von meiner Blüte ausgestanzt, aber ich wollte es euch einmal kurz zeigen. Das sind nämlich richtig schöne Stanzformen. Die legt man so zusammen auf und dann hat man dann diese Stanzform auch noch geprägt. Also ausgestanzt und geprägt und hat dann diese wunderschöne Blüte. Und die kann man dann auch so richtig schön formen. Also ich biege mir den in der Mitte immer einmal hoch. Das habe ich bei allen gemacht. Ich zeige euch gleich, was ich alles ausgestanzt habe, nur dass ihr kurz mal auch seht, wie man das macht. Die Stanzformen an sich heißen Weihnachtsstern. Und da habe ich mir ansonsten noch ausgestanzt die kleinen Blüten viermal insgesamt, die beiden Blätter und dann noch die restlichen Blüten von meiner Blüte. Also die größte, die zweitgrößte, die drittgrößte. Das sind die kleinsten. Die Blüte habe ich an sich so aufgeklebt, dass ich meine zwei mittleren einfach flach aufeinander geklebt habe. Dieses kleine kommt mit der Dimension da oben drauf. Das kennt ihr schon, das habe ich jetzt immer so gemacht bei denen. Das finde ich, macht sich einfach noch total gut. Und bevor ich es auch zusammenklebe, mache ich es auch immer noch mal so, dass ich mir die an der Seite noch so ein bisschen umrande. Und zwar jetzt mit Glutrot nochmal und so einem Fingerschwämmchen. Das habe ich euch auch schon gezeigt, aber ich wollte es nur mal ganz kurz anmerken. Ich habe auch danach immer ganz schmutzige Pfoten und gehe mir einfach so am Rand noch so ein bisschen um die Blätter rum und habe dann irgendwie so eine ganz schöne Form, die das Ganze noch ein bisschen so unterstützt. Also man sieht es nicht ganz stark, aber so ein kleines bisschen bringt das Ganze noch ein bisschen mehr Dimension in die sowieso schon sehr schöne Blüte. Seht ihr diese Umrandungen? Also wirklich ganz zart und dezent. Und das klebe ich mir jetzt auch einfach flach auf, damit unsere Blüte dann schon einmal fertig ist. Und jetzt seht ihr auch gleich, wie ich die Blüte ganz flach zusammenklebe. Also ich nehme einfach so einen kleinen Glutdot, klebe mir den hinten auf die Mitte auf. So in die Mitte. Und dann klebe ich mir das Ganze so aufeinander, dass die Blätter sich immer so ein bisschen überkreuzen. Und dann hat man so eine wunderschöne Blüte und die kann man ruhig noch ein bisschen mit den Händen nachbiegen und formen, dass sie nicht ganz platt ist und die sieht dann einfach total schön aus, finde ich. Und meine Blätter habe ich auch so ein bisschen am Rand geinkt, einfach mit Waldmoos. Da noch drüber gegangen und dann haben die eben auch so eine ganz zarte und dezente Umrandung. Und das habe ich mit allen Blättern gemacht, auch mit meinen kleinen und die kann ich jetzt so als Deko noch ganz gut verbasteln. Und jetzt kümmern wir uns gleich um die Frontseite. Da haben wir ja jetzt noch das Designerpapier und das Waldmoos und da machen wir uns jetzt diesen Streifen drauf. Und da habe ich es einfach so gemacht, bevor ich das alles zusammenklebe, habe ich gedacht, mache ich den Streifen hin. Den klebe ich einfach mit einem Flüssigkleber ein bisschen so drauf. Schiebe mir den dann in die richtige Form. Sie macht das eigentlich total einfach, finde ich. Auch wenn es vielleicht ein bisschen kompliziert aussieht. Und schneide mir jetzt einfach nur alle Ränder ab, die so außenrum stehen. Und dann bekomme ich diese tolle Form hin. Also von hinten kann man das dann super abschneiden. So. Und dann hat man hier vorne einfach so eine spezielle Form für dieses ganz spezielle, wunderbare Weihnachten. Hier habe ich es noch so gemacht, da habe ich mich an dieser Ecke orientiert. Also ihr könnt euch das natürlich auch so weit runterschieben, bis das genau auf die Ecke geht. Dann hat man so eine spitze Form. Ich wollte jetzt einfach mal eine andere Variante zeigen, was euch einfach besser gefällt. Das macht ihr und ihr könnt da ein bisschen hin und her ruckeln und könnt es dann so gestalten, wie das euch gefällt. Aber ich finde, es ist ein ganz süßer, kleiner Effekt. Nicht schwierig, aber noch irgendwie was Kleines, Besonderes auf der Karte. So, ja, und dann können wir schon unsere komplette Deko gehen. Also ich kann mir jetzt mein Designerpapier auch schon mal auf meinen Waldmoos aufkleben. Und dann ist unsere Karte schon fast fertig.
Weil wir jetzt alle Elemente auch schon fertig haben. Ich nehme jetzt meine große Blüte und einfach so ein Reststück Dimensional, das ich dann noch hinten hin mache. Ich habe jetzt gerade nur noch Ränder da liegen. Setze mir das noch da so schön oben drauf. Ihr könnt euch das ein bisschen drehen, wie es euch einfach gefällt. Und die Blätter, die setze ich mir relativ flach so in den Hintergrund. Aber ihr könnt die noch ein bisschen biegen. Also da spielt ihr einfach ein bisschen mit dem Papier, so wie es euch gefällt. Da guckt hier auf der einen Seite eins raus und auf der anderen Seite auch. So diagonal fand ich das ganz schön. Und dann kann man das dann noch so ein bisschen, genau, in Form bringen, wie es einem gefällt. Hier habe ich noch ganz zart den kleinen Golddraht verarbeitet. Wenn ihr den habt, dann baut euch den gerne noch ein. Ihr kennt das ja schon von mir. Meine Flüsterweißseite kann ich jetzt auch noch auf meinen Wildmoos kleben. Meine Rückseite ist es. Und diese Wildmoosseite klebe ich jetzt noch auf meine Rückseite auf. Schaut da einfach nochmal ganz kurz in eure Karte rein, ob es so richtig liegt. Und dann könnt ihr die hinten drauf kleben. Alles immer mit so einem kleinen leichten Rand. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal eine wunderschöne Rückseite. Und unsere Frontseite ist auch schon fertig. Fast. Auch die kleben wir uns jetzt einfach nochmal auf. Wie gesagt, immer gerne in die Karten reinschauen, dass sie ja richtig rum liegt, nicht, dass man sie verkehrt rum aufklebt. Bei dieser Form ist das ganz besonders wichtig. Die kann man schnell mal andersrum liegen haben. Und dann haben wir noch so ein kleines bisschen Deko. Also einmal das frohe Feiertage, das klebe ich mir einfach innen rein. Das kann man jetzt auch mit Dimensionen ein bisschen aufkleben. Da habe ich einfach diese Randstücke in so Stücke geschnitten und klebe die mit der Dimensionals hier noch auf. Klebe ich mir jetzt so ein bisschen so nach, ein bisschen mehr nach links hier, und da kommt noch so eine kleine Blüte drauf. Die klebe ich mir auch mit, wo habe ich denn meine ganzen Sachen? Meinen Klebepunkt brauche ich da noch. Den klebe ich da in den Hintergrund. Steht dann so ein bisschen ab, das finde ich total schön. Und dann habe ich mir hier nochmal zwei Blüten innen reingesetzt, auch mit ganz flach aufgeklebt mit so Klebepunkten. Einmal hier unten in die Ecke und einmal auf die andere Seite, genauso auf diese Ecke. Und jetzt, ihr Lieben, wir sind schon im Countdown. Wir brauchen jetzt nur noch ein bisschen Glitzi und dann haben wir die Karte schon fertig. Da schnappe ich mir jetzt diese tollen Glitzersteine in Rot und verbaue die jetzt hier noch ein bisschen. Und zwar nehme ich mir auf jede meiner kleinen Blüten innen rein so einen kleineren Punkt. Das finde ich, macht sich total gut. Ich finde, das ist wirklich schön. Ich zeige es euch mal beinahe. Diese kleinen Glitzi-Punkte in rötlich und in Gold gibt es die eben auch. Das finde ich super schön. Und vorne drauf können wir uns rück eine größere setzen, auch von diesen Glitzis. Schön in die Mitte rein. Also es ist echt eine tolle Karte. Ich finde die super, super schön. Ah, und dann habe ich noch was gemacht. Ah, ich habe auf meiner Musterkarte sogar die goldenen verwendet. Jetzt nehme ich aber mal die roten und habe mir hier am Rand noch drei Punkte hingemacht, und zwar einen kleinen, einen großen, nochmal einen kleinen. Bevor euch die ganz fest hinklebt, haltet euch die erstmal so hin, und wenn es euch gefällt, könnt ihr sie andrücken. Und dann habe ich diese schöne kleine zarte Verzierung. Ihr hättet es jetzt auch hier unten hin machen können, also wie es euch gefällt. Hier habe ich es, wie gesagt, mit diesen Goldpunkten gemacht, weil ich auch in die Mitte den goldenen gesetzt habe. Und hier ist die andere Variante jetzt mit den rötlichen Punkten. Das passt auch sehr gut, finde ich. Ja, ihr Lieben, jetzt schauen wir sie uns natürlich nochmal komplett an. Also ihr habt sie schon vorher gesehen, von vorne. Einfach wunderschön, diese dreidimensionale große Blüte, die ist einfach so zauberhaft schön. Und wenn man sie dann aufmacht, hat man so eine ganz besondere, tolle Karte mit diesen kleinen Sternchen noch als Dekoration. Ich finde auch das Papier so schön, weil es einerseits so schlicht ist und andererseits einfach so, ja, hier das Gemusterte, das gefällt mir einfach total gut. Und hier meine zweite Variante, wie gesagt, der Golddraht ist da noch im Hintergrund, den werde ich, glaube ich, noch einbauen. Ich finde den einfach schön. Hier auch diese spitzere Variante, das könnt ihr dann eben gestalten, wie es euch besser gefällt. Und eben auch, ja, viel Platz zum Schreiben, schön flach zum Verschicken und einfach eine wunderschöne Karte und eine tolle Idee, um auch Gutscheine zu verstecken oder einfach zu verschenken. Und man muss dann nicht nochmal was dazu basteln, sondern kann das einfach so in der Karte gleich unterbringen.
Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Video Spaß gemacht hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Drückt dabei auf diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich hoffe, euch hat der Adventskalender 2020 gut gefallen. Das ist jetzt meine letzte Idee. Es waren viele aufwendige, ganz tolle Projekte dabei, wie ich finde. Wie gesagt, ihr könnt auch gerne mal noch ein bisschen gucken, was ich sonst noch so gemacht habe. Die Verpackungen zum Beispiel, dann habt ihr noch ein paar Ideen und ja, also schaut die Sachen gerne an. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Schaut auch gerne mal bei meinem letzten Jahr vorbei, da habe ich euch ja auch viele Ideen zu Karten und Verpackungen gezeigt. Und ja, ich glaube, ihr werdet was finden auf jeden Fall. Ich habe viel Freude dran gehabt, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand das alles toll zum Entwickeln und so und ja, auch wenn es manche bisschen aufwendigere Sachen sind, war es insgesamt total schön, glaube ich. Und ja, jetzt weiß ich nicht genau, wann das Video online geht. Wenn wir uns nicht mehr sehen, wünsche ich euch wunderschöne, gesegnete Weihnachten, eine tolle Zeit mit eurer Familie, mit euren Freunden und Lieben und einfach ein bisschen besinnliche Zeit, ein bisschen stadige und ruhige Zeit und lasst es euch einfach gut gehen. Macht die Kerzen an und macht es euch gemütlich zu Hause und ja. Dann wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich weiß, wie gesagt, nicht genau, ob wir uns nochmal zwischendurch sehen. Da werde ich gucken. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie der Videoplan so aussieht. Aber ich wünsche euch alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Oder eben beim nächsten Video oder zwischen den Jahren oder was halt auch kommen mag. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss und danke fürs Zuschauen.